Rolf Lappert über den Winter. Ein Konzeptkünstler, dem das Konzept für die Kunst und sein eigenes Leben abhanden gekommen ist. Rolf Lapperts Hauptfigur ist ein Mann in der Krise. Lennart Zahnball, 50, mit weniger Freunden als Fingern, Zeuge eines weiteren Endes, eines Beginns, triumphierender Archivar seiner Niederlagen, ein ehemaliger Mitschwimmer in den Strömen zwischen New York und Miami, Kassel und Basel. Der Tod seiner Schwester führt den unsteten Weltenbummler nach Hause, nach Hamburg. Hamburg ist Weltstadt, Hamburg liegt am Meer. Hamburg hat alles, was ich für diese Geschichte brauchte. Eine tolle Mischung. Im Multikulti-Stadtteil Wilhelmsburg zieht Lennart erst einmal ein, bei seinem pflegebedürftigen Vater. Und beginnt, die Familiengeschichte aufzurollen, mit ihren Geheimnissen und Konflikten. All das, was ihn einst hinaus in die Welt getrieben hat. Im Verlauf des Romans merkt er dann, dass Familie vielleicht doch auch etwas ist, was einem ein bisschen Halt im Leben gibt. Je älter man wird, desto mehr überlegt man sich, wo will man den Rest seines Lebens verbringen? Was ist einem wichtig? Über den Winter erzählt vom späten Erwachsenwerden. Ein Roman über Verantwortung und Empathie in einer aus den Fugen geratenen Welt.